Linda Reschke plaudert offen über ihren After-Baby-Buddy. Das Ex-Bachelor-Girl wird vergangenen Juni zum ersten Mal Mama. Seitdem verändert sich nicht nur sein Leben, sondern auch sein Körper sehr. Die frischgebackene Mutter bekommt neue Rundungen. Fühlt sie sich damit aktuell wohl? Das verrät Linda jetzt im Promi-Flash-Interview. Ich bin gerade super zufrieden mit meinem Körper. Ich kann nämlich sagen, dass ich seit der Schwangerschaft bzw. seit nach der Geburt ein ganz anderes Körpergefühl habe und ich einfach stolz auf meinen Körper bin. Also ich bin wirklich stolz, was mein Körper geleistet hat und was er durchgemacht hat. Nach der Geburt nimmt sich die TV-Bekanntheit eine Auszeit. Linda genießt die Zweisamkeit mit Baby Fion. 6 Monate später zieht es die ehemalige Dating-Show-Kandidatin zurück in die Arbeitswelt. Die Neumama steht wieder vor der Kamera. Wegen seiner veränderten Figur macht sich das Model keine Gedanken. Gegenüber Promiflash verrät es: Ich habe jetzt wieder angefangen zu modeln nach den 6 Monaten mit Fion. Und auch da sehe ich das Feedback der Kunden, dass sie sich gar nicht drum scheren, dass ich jetzt ein bisschen mehr wiege bzw. mein Körper auch anders aussieht. Ihren neuen Body zeigt Linda auch stolz auf Instagram. Die Fans der frischgebackenen Mutter sind begeistert. Und nicht nur im Job läuft es für sie gut. Auch über ihr Privatleben kann sich Linda nicht beklagen. Im November heiratet sie den Kindsvater Felix. Dank ihm muss die Influencerin den neuen Alltag als Mama nicht alleine bewältigen. Im Promiflash-Interview teilt Linda mit: Die Unterstützung von Felix sieht so aus, dass er wirklich super viel mit Fion spielt und sich Fion relativ oft schnappt, gerade damit ich abends einfach mal durchatmen kann und er dann halt nach der Arbeit sich um den Kleinen kümmert. Weiteren Nachwuchs plant das Ehepaar derzeit nicht. Linda möchte erstmal Söhnchen Fion und ihren eigenen Träumen gerecht werden. Noch vor der Geburt des Kleinen kann sich die einstige Bachelor-Teilnehmerin eigentlich nicht vorstellen, Mutter zu werden. Dennoch ist sie zuversichtlich, dass sie ihre neue Rolle meistert. Und das scheint Linda auch zu gelingen. Gegenüber Promiflash plaudert sie aus: Ich bin jetzt seit circa 7 Monaten Mama und mit Baby Fion läuft es relativ gut. Also ich würde definitiv sagen, dass es ein pflegeleichtes Baby ist. Die ersten 3 Monate waren trotzdem für mich einfach eine Lebensumstellung, weil ich es nicht kenne, so gebunden zu sein an einem Menschen bzw. gebunden an einer Situation. Und darauf musste ich erstmal klarkommen. Scheint ganz, als wäre Linda als Mutter total happy und mit ihrer kleinen Familie endlich angekommen.